Willkommen auf dem Kanal von chaoszone.tv für den letzten Vortrag am Tag 3. Und da haben wir eine leichte Abendunterhaltung für euch vorbereitet. Und zwar das Elektro-Kruse-Kabinett Best of Länder. Und dafür haben wir einen erfahrenen Speaker engagiert, der schon zweimal hier war und unterschiedliche Elektro-Kruse-Kabinette in den letzten Jahren präsentiert hat. Und yeah, in case you want to listen to this talk in English, it should be possible to switch language in your web player. Yeah, and with that, I guess I hand over to Roberto or Bartel, and please show us the electronics of the world. Yeah. Hallo zu später Stunde. Heute gibt's noch mal wieder das fast schon traditionelle Elektro-Grusel-Kabinett. So allzu viel neue Kost habe ich nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen pandemiebedingt. Aber ich habe noch mal die Kiste geschüttelt und alte Bilder in einer neuen Komposition zusammengestellt. Und man sieht ja immer mal wieder was Neues und ich mache es auch ganz spontan, ganz neue Kommentare dazu. Dieses Mal aus neuer Zusammenstellung. Sieht man denn schon ein Bild? Ich denke ja. Das ist nicht zufällig das Gasgruselkabinett, sondern das Elektrogruselkabinett aus dem Iran. Hier ein normaler Hauseingang. Sehr spannend fand ich das. Da hat man einfach irgendwie so ein bisschen was angezapft, aber wichtig war, dass der Sicherungsautomat dabei ist. Das ist auch wieder eine Konstruktion aus dem Iran. Man hat halt einfach mal aus Leuchtstoffröhren ein bisschen was zusammengezimmert, so schöne Muster gebildet. Es ist jetzt nicht komplett unsafe, aber naja, das mit diesem Klebeband und dieser Anschlussleitung ist jetzt nicht so dolle. Das hier ist, glaube ich, auch noch aus dem Iran. Genau, es war mitten in einem Café und der Barista hat dann einfach hier seine Schürze oder irgendwas aufgehangen, weil ist ja gerade da und kurz dahinter sind halt die Kabel. Ja, da haben wir auch nochmal den Orient, ein Markt im Iran, deswegen auch diese persische Schrift. Und ihr seht hier, da sind ein bisschen die Kabel kreuz und quer verhängt. Jetzt nicht zu spektakulär, aber immer mal wieder schön. Ich werde wahrscheinlich mal eine neue Kategorie aufmachen, Tiere und Strom. Bei dieser Lampe hat sich dann wohl mal ein Täublein eingenistet. Ich hoffe, man sieht es auch auf der geringen Auflösung des Videos. Ja, diesen Föhn, der wurde uns angeboten in einem Hotel. Wir mögen ihn doch bitte weiter benutzen. Allerdings hat es irgendwie mit der Blasung und der Heizung nicht so ganz aufeinander abgestimmt funktioniert. Sehr schön war dann auch das weitere Hotel. So erstmal unauffällig, ganz viele schöne LEDs und Sitzplätze draußen, wenn es noch schön warm ist. Und da sind ein paar Steckdosen, auch noch nichts auffällig. Naja gut, sagen wir mal, dieser Euro-Stecker, der sollte vielleicht nicht unbedingt mit Klebeband angeklebt sein. Dann guckt man da weiter in die Steckdose rein oder dahinter. Und dann sind an diesen ganzen schönen Metallgestellen, wo mehr oder weniger blankes Metall ist, diese lustigen Kabel alle zusammengezwirbelt und fünffach verzweigt. Also die Sicherung hat es schon nicht mehr geschafft, aber man hat weiter verzweigt. Also einmal dahinter gegriffen und es könnte vielleicht pritzeln. So sind dann die ganzen Gestühle untereinander verbunden. Und das finde ich auch eine sehr schöne Konstruktion hier. Doppelt und dreifach verzweigt. Naja, und so schließt man halt dann den nächsten Hochstand an.
Aber immerhin, es sind Schuko-Steckdosen. Man hat also an Sicherheit gedacht. Auch hier eine Schuko-Steckdose, wobei der Schutzkontakt hier nicht vorhanden ist. Das war in Turkmenistan ein Hotel. Erstens kommt da schon mal die Steckdose aus der Wand raus. Der Eurostecker, der hat ja irgendwann mal so Isolationen gehabt. Ich meine, an Fingersicherheit denke ich jetzt hier sowieso nicht mehr, aber naja, muss das denn sein? Ja, hier noch eine schöne Lampe, die irgendwo wahrscheinlich mal runtergefallen ist. Die hat dann noch ein Kabel gekriegt. Und warum eine Fassung benutzen, wenn man eine Fassung hat? Man kann doch einfach eine mit Tesafilm dran kleben und die Birne dran schrauben, die man gerne hätte. Hier bin ich gerade in Turkmenistan an einem Transformator und was mich dabei ein bisschen bedrückt ist, wie nah ich da an die 220 Volt, an die 10 kV Leitung rankomme. Hier haben wir dann mal wieder einen Sicherungsautomaten, der auch ganz gut arbeitet. Naja, bis auf die Tatsache, dass hier das Kabel schon mal ziemlich abgeschmort ist und deswegen das Ganze nicht mehr als sicher zu betrachten ist. Das ist auch recht schön. Da haben die Anwender sich einfach unten drunter selber ihre Straßenbeleuchtung gemacht und benutzen diese Sicherungsautomaten, um die Straßenbeleuchtung einzuschalten. Das ist ein professionelles Verlängerungskabel, wie man es gerne hat. Man sieht, der Betreiber hat hier auch mit Plastikfolie und Tüten nachgeholfen, damit das Ganze auch sicher ist. Wenn man dann noch ein bisschen in die Details guckt. Das ist also der Stecker davon. So wird das Ganze dann eingesteckt. Und naja, da ist dann schon mal der Bagger drüber gefahren. Also alles komplett sicher. Das ist dann so ein Elektriker, also Usbekistan, professioneller Elektriker, der steckt gerade was ein und testet was. Und das ist das, was er gebaut hat. Wahrscheinlich steckt er gerade diese zwei Drähte hier ein. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber es ist halt hier irgendwie alles nur zusammengezwirbelt und mit Ausnahme hier kaum verschraubt. Ja, hier habe ich mal ein Bild im Bild. Das ist der Mast und da hat scheinbar jemand einfach mal was abgezweigt und hat es dann hier noch unsicher verbunden, um dann hier seine Steckdose sich hinzumachen. Ja, einfach mal ein schöner Verhau. Das sollte eigentlich ein Sicherungskasten sein, allerdings mehr als dieser Schalter ist irgendwie nicht übrig geblieben. Und ansonsten kann ich da außer einem großen Chaos eigentlich nichts erkennen. Aber Chaos, das ist doch unser Motto. Hier, das ist der Stromkasten für den Rasenmäher, der da eingesteckt wird. Man sieht, der hat auch schon mal so ein bisschen mehr Leistung gezogen. Sogar so viel, dass der Sicherungsautomat hier mit der Schraube schon leichte Temperaturschwierigkeiten bekommen hat. Ansonsten sieht es eigentlich total safe aus und ich würde das jederzeit weiterempfehlen. Was das Kabel hier bedeutet, keine Ahnung. Vermutlich ist es die Quelle. Ja, hier kann man das nochmal besser sehen. Da ist ein externer Schalter, dann der Sicherungsautomat und die Bewohner der Straße haben sich einfach mal selber ihre Straßenlampen hingemacht und
Ja, natürlich halt entsprechend abgezweigt von der Leitung. Ja, da musste mal wohl mal schnell eine Verbindung hergestellt werden. Das war auch sehr schön. Die haben tatsächlich Elektriker, die irgendwas machen. Und da ist halt so ein uralter Brummi vorbeigefahren, um bei diesem Trafohäuschen mal was zu richten. Und in diesem Brummi sieht es auch total toll aus. Die haben da richtig Technik drin. Anscheinend hier so einen großen Isolator. Und das ist das Panel von hinten. Also da kreide ich jetzt gar nicht mal die elektrischen Vergehen an, weil das sind ja Elektriker, das sind ja Profis. Sondern einfach, wie die das hier machen. Das Absperrband ist auch da. Und das ist die andere Seite. Da ist so ein isolierter Hammer. Und offensichtlich ein Ohrhörer. Und schöne Anzeigen, die wohl eben bis in die Kilovolt-Bereiche gehen. Das ist die Steuerung dazu. Nee, das ist ein eigener Kasten und der steht halt einfach offen da. Warum auch nicht? Und die Details seht ihr hier. Es bestehen Zweifel, ob das hier alles doch so funktioniert, aber nee, das ist ja eh unterbrochen. Ja, das ist dann nochmal von vorne. Das hat mich auch sehr schön fasziniert. Wir haben hier dieses Metallgeländer und dann hat jemand an dieser Stelle genau ein Verlängerungskabel gebraucht und hat diesen guten Schuko-Stecker gehabt oder diesen CE 7-11. Und wie verlängert man professionell? Man macht einen Knoten, tut noch ein bisschen Plastiktüte dazwischen und zwirbelt irgendwie die Kabel da dran. Das ist jetzt der Gärtner und der macht jetzt hier entweder die Wasserpumpe oder den Rasenmäher dran. Hier ist die Steckdose und ja, das ist irgendwie die Verbindung zu dem Kabel. Genau kann ich es euch leider auch nicht sagen. Sieht auf jeden Fall trittfest aus. Ja, nochmal eine bessere Aufnahme. So, wir befinden uns inzwischen in Indien. Und da gibt es ja diese alten englischen Steckdosen, also British Standard Historic. Und wie man hier sieht, man kann diese Zusatzkäbelchen eigentlich nur dann reintun, wenn man auch zusätzlich noch diesen Eurostecker da irgendwie illegal reintriemelt. Also keine blanken Leiter, ist also sicher. Ja, das war dann so in der Nähe von so einem Tempel. Einfach mal genießt das Bild, das ist einfach mal ein alter Kasten, der seine Zeit hinter sich hat. Sieht jetzt zum Glück so aus, als ob da kein Strom mehr drauf ist. Ja, einfach mal mitten in der Stadt. Das ist aber jetzt eher noch harmlos. So Kabelverhau. Hier sind wir in Neu-Delhi bei einem Jahrmarkt. Und es wird noch sehr viel witziger, aber ich bringe euch schon mal ein bisschen näher ran. Also zumindest sind die Leitungen mal oben. Aber es ist wirklich alles irgendwie zusammen verdrahtet. Die Neonröhren, die stehen an ihrer eigenen Steifheit. Die Lasten oder die Drosseln sind einfach drangeklebt mit Klebeband. Und ja, es ist irgendwie alles sehr witzig. Man hat auch keine Scheu, das den Kindern zuzumuten. Also hier alles schön aus Metall, geerdet vermutlich nicht. Und hier ist halt alles irgendwie mit Klebeband, offene Fassungen. Denk mal schon, dass die Kinder da hoch können, wenn sie es wollten würden.
Ja, dann wird es noch schöner. Hier ist das Ganze angeschlossen. Da steigt man also schön auf die Drähte drauf. Schauen wir mal da rein, ob da noch irgendwas zu sehen ist. Also genau, sieht man da jetzt nichts. Aber da kommt noch ein besseres Detailfoto. Erstmal wieder die ganze Zoom-Stufe hinkriegen. Ja, hier ist die Steuerung. Da hat er sich seinen Schalter hingebaut. Und ich weiß nicht, blanke Drähte? Echt jetzt? Es ist wahrscheinlich einmal neutral und einmal Phase, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und hier in der Mitte sieht man, dass da so ein Schleifkontakt ist, der also den Strom auch an die ganze Beleuchtung hier ranbringt. Ja, einfach schöne Fotos, alles schön verzweigt. Hier haben wir nochmal so eine Straßenbeleuchtung, die faktisch einfach nur an den Neonröhren dranhängt. Ohne Worte. Ja, hier sieht man den Schleifkontakt relativ schön. Also, da kommt der Strom irgendwie von unten rein, wird dann über diese Schleifkontakte hinaufgeführt. Alles schön fingersicher, um dann hier in diesem Karussell halt für weitere Beleuchtungszwecke genutzt zu werden. Eine schöne Stromleitung. Ich habe so das Gefühl, dass hier schon längst ein Kurzer drin ist. Also allein, wenn ich mir das hier anschaue, wie die Verbindung hier zwischen der Leitung und dem Masten hergestellt wurde. An der Schrift zu erkennen, wir sind in Indien. Ja, hier auch noch relativ harmlos ein Mast mit einer etwas extravaganten Verlegung des Stromkabels. Hier so ein typischer Hauseingang, wie da die Stromleitungen verlegt sind. Ich würde einfach mal sagen, genießt es. Das brauchen wir jetzt gar nicht so groß auseinandernehmen. Ja, hier wieder mal aus der Kategorie Tiere und Strom. Die Tauben haben einfach mal diese Ampel als ihr neues Zuhause gefunden. Also wenn man da genau reinzoomt, sieht man, da ist auch eine Taube drin. Einfach schön. Ja, hier ist eigentlich eine Sicherheit über dem Zähler drüber, damit da auch ja keine Finger irgendwo hinkommen. Aber wenn man mal im Detail guckt, hier ist schon mal schön irgendwas zusammengezwirbelt und auch so leicht abgebrutzelt und abgebrannt. Hier liegt auch der Aluleiter blank. Naja, besser mal Abstand halten. Das ist auch wieder so ein Stromkasten, der einfach mal so rumsteht mit offener Tür. Ich glaube, es war noch ein Zaun davor. Aber fällt irgendjemandem was auf? Ja, diese Sicherung oder dieser Schalter scheint nicht mehr zu funktionieren. Der wurde dann einfach mal mit so einem Draht überbrückt. Ich frage mich, wer das gemacht hat. Und ob der heute noch da ist. Hier ist dann gleich alles überbrückt, inklusive der Sicherung. Ja, das ist halt irgendwie, ich glaube, Hyderabad. Das ist dann relativ häufig. Man sieht da so ein schäbiges Metallgitter davor, das dich versucht abzuhalten. Aber es wäre kein wirkliches Hindernis. Und auch die Drähte da drin, naja, die haben schon bessere Zeiten gesehen. Das ist jetzt ein eher schlechtes Foto, was ich aus dem Bus gemacht habe. Aber was man hier sieht,
wir laufen hier, das ist so eine Art Sitzbank auf dem Kanal an der Seite der Straße. Und direkt auf dieser Höhe ist ein Transformator von 10 bis 30 kV auf 240 Volt. Ja, da musst du halt einfach wissen, dass du da nicht hingehst. Hier dann mal so ein ähnliches Konstrukt. Also ich bin ungefähr so hoch wie das oder noch höher und mit ein bisschen ausgestreckten Armen bin ich an diesen, ja, das sind wahrscheinlich die 240 Volt Kontakte, aber die 20 kV Kontakte, die sind halt nicht weit. Und wenn man jetzt da reinzoomt, da werden auch die Kabel einfach mal abgescheuert. Ja, Glasfasern haben sie. Das ist jetzt vielleicht weniger Elektrik, sondern eher Kommunikation. Aber allein der Verhau, der da hängt, das ist halt einfach schlimm. Hier haben wir mal wieder ein elektrisches Kästchen. Ja, wahrscheinlich muss der Deckel so aufstehen, weil sonst wär die Kiste und damit das ganze Ding hier geerdet. Aber man sollte hier einfach nicht hinkommen. Und wenn man sich mal dieses Kabel anschaut, das ist halt auch schon dabei, sich zu zerlegen. Und man kann es davon ausgehen, da drinnen geht es weiter mit sich zerlegenden Kabeln, die alle schon blank sind. Also das sieht auch so aus, als ob es irgendwann mal isoliert war und jetzt ein blanker Leiter ist. Ein professioneller Sicherungskasten. Haben wir eigentlich schon sehr viele davon, aber schauen wir mal in die Details. Hier oben ist also eine professionelle Verteilung, wo irgendwie fünf Drähte, sieben Drähte übereinander gewickelt wurden, um einen Kontakt herzustellen. Und das Schönste sind natürlich hier diese Sicherungsautomaten. Da hat es hier unten nicht mehr gereicht. Also hat man den Draht einfach noch hier auf die Schraube drauf, gedrückt, gedreht, keine Ahnung was. Und naja, hier ist auch schon so ein bisschen schwarz. Also absolut gut gemacht. Das war dann auf einer Hochzeit, wo ich war. Da hat man dann auch die Musiker geholt und die haben dann so ein bisschen was aufgebaut, ein bisschen Strom verlegt und das ist das Resultat. Sieht jetzt fast so aus, als ob von der Steckdose zu der was geht, aber das trügt. Das sind einfach nur normale Abzweigungen, Anschlüsse. Bisschen betrieslich finde ich ja, dass das hier zweimal rot ist und hier ist einmal rot und schwarz. Also man sollte da schon ein bisschen das Schema beachten. Hier ist halt nochmal so ein Verlängerungskabel, um dann so einen Stecker, vermutlich British Standard, so wie es aussieht, ranzukriegen. Ja, das haben wir dann auch öfters mal gehabt, dass einfach mal so ein Kasten offen steht und einfach darauf wartet, dass man reinlangt. Hier haben wir als, naja, fast schon übliche Besonderheit, die Schmelzsicherungen sind weg und durch kräftigere Drähte ersetzt. So kann wenigstens nichts mehr schiefgehen. Ja, das ist jetzt sowas aus so einem typischen Anschlusskanal, Anschlusskasten. Hier geht wohl die etwas kräftigere 400-Volt-Schiene weg, also 240 Volt und Neutralleiter im Drehstrom. Und da ist halt einfach mal sehr viel blank. Gut, da kommt man jetzt vielleicht nicht unbedingt hin. Ich relaxiere schon meine Anforderungen, die ich von der VDE mal gelernt habe. Aber das macht keinen guten Eindruck. Demnächst sind da nämlich noch mehr Sachen blank. So wie zum Beispiel bei dieser Konstruktion hier. Immerhin, es ist ein Gitter davor, aber ich würde mich hüten, auch nur das Metall anzulangen. Selbst große Schritte würde ich nicht empfehlen in der Nähe von diesem Apparat, denn hier sind zwar größere Löcher, aber gucken wir uns mal diese Kabel hier an. Da hat die Sonne ganze Arbeit geleistet. Das Plastik ist einfach mal ab. Und man wundert sich, wie es überhaupt noch geht.
Aber vielleicht ist ja auch gar kein Strom drauf. Immerhin, klassische Nullung mit PEN-Leiter haben sie mal richtig gemacht. Da würde ich mal sagen, das ist einfach schön. Ich versuche mal ein bisschen rein zu zoomen. Also hier ist der blanke Leiter von der Stromleitung und irgendwie ist da alles dran und irgendwie geht hier alles weiter und irgendwie hat jeder dann seine Wäscheleine. Also irgendwie sind sie noch zusammengefasst, damit man noch ein bisschen was sortiert hat, aber ja, einfach genießen. Könnt ihr fast sagen, dass das ordentlich gemacht ist. Ja, vielleicht gar nicht mal so sonderlich. Immerhin sind hier Schmelzsicherungen drin. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die im Zweifelsfall auch so auslösen würden wie diese hier. Ansonsten ist die Qualität halt einfach schon so ein bisschen am Verrotten. Auch nochmal Indien. Hier haben wir halt, ihr seht, hier ist ein kleines Moped und da ist der Zaun. Und da lang ich halt einfach rüber. Gut, ist natürliche Selektion, macht man nicht. Es sind auch Schilder da. Danger. Aber ich würde es halt in meinem Land nicht machen. Hier nochmal eine andere Perspektive und ohne Zaun. Blanke Leiter. Das ist auch so ein schönes Ding. Wir haben mal wieder einen Zaun außenrum, aber der hält halt eigentlich nicht wirklich was ab. Er ist halt wirklich so kurz vorm Tod. Das ist einfach mal ein schöner Sicherungskasten. Ich glaube, der stammt aus Deutschland. Irgendwo habe ich den gesehen. Die Verdrahtung ist eigentlich recht ordentlich. Es fehlt ihm halt der Deckel, dass man nicht an die blanken Leiter rankommt. Das habe ich mal mit aufgenommen, um es einfach mal so ein bisschen zu diskutieren. Das ist ja hier italienischer Standard, italienische Steckdosen. Da gibt es ja auch zwei verschiedene. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal im Urlaub aufgefallen ist. Gibt sogar drei verschiedene, die enger beieinanderstehenden mit drei Kontakten, die weiter auseinanderstehenden und die dickeren. Und die sind mir ehrlich gesagt so nah an diesem Metall dran und praktischerweise ist ja einer von den beiden die Phase. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wenn ich da mal so ein bisschen fester wackel, das Plastik durchscheuere, ob ich dann nicht auf dem Außen, auf der Abdeckung hier Spannung habe. Da wäre ich also vorsichtig in Italien. Ja, da sind wir, glaube ich, in Bozen. Da hat auch einer seine eigene Elektrik verlegt. Fällt irgendjemandem was auf? Also der Farbstandard ist der gleiche wie bei uns. Allerdings ist hier vermutlich die Phase in gelb-grün und der Neutralleiter in braun. Und geknickt und zerschlissen ist das Kabel sowieso. Das ist ein externes Bild. Da sage ich dann gleich nochmal was dazu. Ein katastrophaler Sicherungskasten. Immerhin, es scheint hier ein FI dabei zu sein. Oder einfach nur ein Zeitschalter. Naja, werden wir sehen. Und hier hängt halt alles drüber und auch sonst ist hier nicht sonderlich viel von Ordnung zu sehen. Immer eine gute Kombination, Wasser und Strom. Vor allem, wenn hier wieder alles so halb offen steht und die Drähte mitten durchs Wasser durchgehen. Das war Teheran. Und man hat halt einfach mal, also es hat jetzt gar nicht unbedingt was mit Strom zu tun, ich gebe es zu, die ganzen Mobilfunkantennen in der Umgebung angesteuert mit, ich weiß nicht, 50 kleinen Spiegelantennen, Antennenspiegeln.
Das ist ungefähr das Partnerbild von dem Sicherungskasten, den ich euch vorher gezeigt habe. Da werden nämlich auch die Sicherungen einfach von vorne durch die Löcher bedient mit den Kabeln. Einfach schön. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende von dieser kleinen Tour. Ich bin inzwischen auf der Suche nach, oder ich habe mir gedacht, wir fangen mal an, neue Bilder zu sammeln und mache deswegen einen Call for Elektro-Gruseleien. Wer also elektrische Gruseleien hat, darf sie mir gerne auf einen nachher bekannt gegebenen Link hochladen. Vielleicht kann ich das noch irgendwie rausholen. Ja, genau, das ist der Link. Aber der ist bestimmt nachher in den Kommentaren zu sehen. Ich würde sagen, träumt was Schönes und genießt die Zeit im RC3 noch ein bisschen. Simon, du kannst. Ja, was mir da gerade noch einfiel, zu dem Bilder hochladen, da sollten wir vielleicht noch irgendwie oder solltest du noch irgendwie eine Kommentarfunktion einbauen, damit man da auch eine Beschreibung mitliefern kann, was Ich denn da weiß zu jetzt nicht, ob sehen ich ist. Nextcloud entsprechend konfigurieren oder erweitern kann. Keine Ahnung, Erweitern vermutlich wir nicht. können ja Leute anregen, dass sie ein Textfile beilegen, wo das Bild beschrieben ist oder so. Das Kommentarfeld der EXIF. Oder wie auch immer. Ja, also auf alle Fälle fände ich das doch gut, wenn die Bilder noch irgendwie etwas Metainformationen enthalten. Ansonsten, ich habe hier nebenbei noch so ein paar kleine Kommentare gesammelt, weil. Gibt es denn Fragen zu dem Ganzen, oder? Naja, die Fragen sind eher so ein bisschen, ich würde sie mal als zynisch betrachten. Es wurde gefragt, ob denn bei dieser Verkabelung nicht die Hälfte der Leistung in den Kontakten und den ohmschen Widerständen verloren geht. Na, das vermutlich nicht, aber dass solche afrikanisch oder indischen Verdrahtungen eine Menge Verlustleistung haben und der Strom deswegen ausfällt, weil einfach so viel, ja, Dissipation oder Blindleistung drinnen ist, das ist kein Geheimnis. Also der Chat behauptet, wir hätten Ton. Jetzt Regie, jetzt erzählt hier nicht so ein Blödsinn. Genau, macht mal eure Arbeit. Genau. Dann gab es noch die Frage, ob es denn dort überhaupt Stromzähler gibt. Ja, doch, tatsächlich. Ich habe auch aus anderen Gelegenheiten sehr schöne Stromzähler. Die hätte ich euch eigentlich gerne heute noch zugeführt. Und es gibt sogar Stromzähler mit Punchcodes, damit du also deinen Prepaid-Strom bekommst, weil sonst kommst du halt als Strombetreiber nicht an dein Geld. Ja, stimmt. Das habe ich auch schon gesehen. Das ist durchaus so für Strom und Internet und so, dass es alles immer mit Prepaid ist, wo man dann so und so lange bezahlt und dann. Ja, nur so kriegst du halt deine Kunden dort. Ja, klar. Genau, und dann gibt es noch die etwas zynische Frage, ob es denn in Indien ein Äquivalent zur deutschen Mutprobe mit dem Weidezaun gibt. Das lassen wir Aber. mal unkommentiert stehen. Das lassen wir mal unkommentiert stehen und sagen wir mal so, ich habe schon hässliche Videos von Problemen mit indischen Stromlokomotiven gesehen. Ja, sagen wir mal so, die Tatsache, dass die Sicherheit in solchen Ländern auf dem Bau oder bei Strom nicht wirklich ernst genommen wird, führt halt auch zu Toden Ja, bei diesen auf alle Fälle. Gelegenheiten und auf jeden Fall Also, mehr als bei uns. ja. Was ich, wenn wir gerade bei Sicherheit sind, ich habe auch mal so ein Fahrrad gesehen, mit dem sie so Schwerlasttransport gemacht haben, also so ein Trike dann eher.
Und da waren dann an den Hinterrädern die kompletten Speichen durch so 9 mm Baustahl eingeschweißt. Klar, das ist nicht mal sicher. Da Keine Ahnung, wird es wie nicht das so dann, glatt. wie schwer das dann insgesamt das Gefährt war, insbesondere wenn es beladen war, aber okay. Das ist die Mutprobe. Achso, hier gibt es noch die Frage, wie man denn mit den Prepaid-Stromzählern das Wildzapfen verhindert. Ich vermute einfach nicht, das findet halt trotzdem Genau, statt. das ist einfach die zweite Stufe der Ehrlichkeit. Also wenn du nicht einen Postpaid-Stromzähler dir leisten kannst, dann musst du halt einen Prepaid nehmen. Und wenn du den auch nicht kannst, dann musst du halt Eine Leitung legen. eine Leitung legen. Oder du kennst jemanden, der sowas für geringes Geld macht. Ja. Ich denke, damit danken wir dir für die Bilder für dieses Jahr und wir hoffen auf viele spannende Einsendungen aus der Welt, damit es dann eine Fortsetzung geben kann. Oder wie ich im Vorgespräch schon gehört habe, arbeiten wir möglicherweise auch an einer Erweiterung auf andere Medien, die man auch spannend verlegen kann. Also. Ich habe nämlich schon eine kleine Sammlung des Gasgruselkabinetts. Kombiniert mit Strom entstehen wunderbare Sachen. Genau, also wir dürfen gespannt sein. Wir danken euch fürs Zuhören und Genau. treibt euch noch in der Welt rum und dann sehen wir uns morgen wieder an Tag 4. Gute Nacht und tschüss.